Hallihallo Leute, willkommen zurück zur mittlerweile schon 10. Folge Craft Attack Staffel 7 und heute zusammen mit Lars. Ja, Hallöchen. Ey, Osa oder Janus, mir ist egal. Auch mir ist auch egal, nenn mich, wie es dir am besten passt. Und wir sehen schon, es ist einiges passiert hier in der Basis. Wir hatten, das kann ich dir schon mal sagen, in der letzten Folge so einen kleinen Zwischenschritt gemacht. Mhm. Und zwar hatten wir da deinen ersten Baustand, glaube ich, gezeigt. Ja, so das war eben. Also noch einfach die Beete ohne großartig Grün oder irgendwas anderes. Und das sieht ja jetzt schon mal ganz, ganz anders aus, ne? Ja, genau. Das war auch mein Baustand im Prinzip in der Folge. Also ich habe erstmal so aufgeteilt, was ich wie machen möchte. Und dann in der zweiten Folge das Ganze fertig geklöppelt. Aber ja, du hast gesagt, du wolltest einen Garten und Statuen. Bitteschön. Ja, ich glaube, das ist ziemlich genau erfüllt. Ich muss sagen, von jetzt hier etwas weiter weg und auch mit der Beleuchtung sieht das wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Und auch die beiden, wie hast du es genannt? Statuen sage ich jetzt einfach mal dazu. Aber ich glaube, das sind diese verrückten Magierinnen, ne? Die diese Haare in alle Richtungen abstehen haben. Nee, das ist keine Medusa. Keine Medusa? Nee, das ist genau genommen die Gaia-Statue aus dem Hytale-Trailer. Die hat nämlich der Krokodil-Andi, der hat die nämlich mal als Tutorial auf seinem Kanal gemacht und ich dachte, okay, das sind die einzigen Statuen, die ich kenne, die hier gut hinpassen. Ja, die passen wirklich gut, muss ich sagen. Also ich hatte die Gelegenheit, das jetzt schon mal zu sehen, bevor wir jetzt hier die Folge machen und gefällt mir echt gut, vor allem das mit diesen, was sind das, Haare, ne? Hm. Ja, unten hat die so ein Kleid an, ne? Also hier so ein Kleid rumgemacht, dann trägt die halt diesen leuchtenden Block und in den Haaren sind halt so andere, also die Gaia-Statue ist ja eigentlich die Statue der fünf Elemente, ne? Und ja. Gut, die hat jetzt nur vier oder je nachdem. Ich finde es halt nur, ich finde es sehr cool. Also ich habe Redstone und Lapis gewählt, weil ich habe ja Raytracing-Shader und bei mir leuchten diese Blöcke halt auch, ne? Und das sieht voll cool aus, deswegen habe ich die gewählt. Ah, das ist natürlich nice. Ja, aber ansonsten, das als Statue. Sieht doch sehr gut aus. Was hast du dir denn bei dem ganzen Bau eigentlich gedacht? Ich hatte dir ja den Auftrag vorbeigebracht. Du warst ja super schnell damit fertig. Ich glaube, ich hatte den am Sonntag oder irgendwie sowas vorbeigebracht. Sonntag. Und jetzt, Sonntag. Und jetzt, 3 Tage später, ist schon irgendwie hier alles fertig. Ja gut, was habe ich mir denn gedacht? Ne? So hängende Gärten mäßig. Da kommt Colin da vorbei. Hängende Gärten mäßig. Und meine Überlegung war dann halt wirklich hier dieses Laub, das läuft halt wellenförmig nach unten, ne? Hängt halt so ein bisschen so von so einem Gartenbecken in so ein Gartenbecken. Das war eigentlich so mein einziger Grundgedanke. Ja, ich muss sagen, mir gefällt das richtig, richtig gut. Auch hier vorne der Übergang zwischen dem, was ist das, Fluss zum unteren Feld, dass das so mit den Steinen abgestützt ist. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und passt natürlich auch hier echt gut hin. Ich glaube, das passt wirklich zum Tempel ziemlich gut. Genauso hatte ich mir es vorgestellt. Ich denke mal, ich werde nochmal irgendwann hingehen, hier im Hintergrund einige Bäume halt mit hochziehen, ein bisschen Grünzeug zu machen, dass es einfach so ein bisschen noch mehr, wieder dieses Dschungelfeeling hat. Das ist jetzt hier noch sehr, sehr platt alles. Mhm. Aber das optisch passt das, glaube ich, sehr, sehr gut rein. Und auch diese Gärten, die wir hier haben, die du hier angelegt hast, sehen gut aus. Mit dem Licht passt auch. Das war ja, glaube ich, auch eine der Sachen, die wir geschrieben haben. Ja, ja, sehr, sehr cool. Gucken, dass keine Monster spawnen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier drinnen zum Beispiel reicht. Ne, aber in den letzten 24 Stunden habe ich hier kein Monster gesehen, von daher denke ich, ist schon okay. Ja, ansonsten die Fackeln sollen es halt so ein bisschen altertümlich halten, ne? Also ein bisschen älter machen. Und mehr oder weniger habe ich mir nicht gedacht. Ich dachte halt nur, man kann links und rechts rumgehen. Hier sind ja so Einergänge, so ganz einfache. Und ich habe halt in die Beete habe ich halt so kleine Figuren gemacht, ne? Also hier ist so ein Handmade-Baum im Prinzip, so ein kleiner. Und genau, in die andere Richtung siehst du, da ist immer so wie so ein Kreuz gemacht, ne, mit Holz in der Mitte. Aber ansonsten. Ja, sehr cool. Was mir auch aufgefallen ist, das hatte ich beim ersten Mal gar nicht so richtig gesehen, ist, dass du hier auch mit Strings und so gearbeitet hast. Das ist natürlich eine super Idee, auf die wäre ich gar nicht gekommen. Mhm. Und zwar machen die ja das, dass die Blöcke hier connecten, ne? Ja, dass du diese Zinnenoptik bekommst, ne? Mhm. Ja, da habe ich alles vollgeballert erst. Hatte ich gesehen. Und später wieder ein bisschen aussortiert, aber naja, an sich ist alles weitestgehend symmetrisch. Ja, das gibt dem Ganzen so einen gewissen Flair, den man sonst nicht so hat, muss man sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut und die Symmetrie passt natürlich auch gut zum Tempel. Der ist ja sowieso schon hier so mittig. Also der Tempel, ne, der Tempel selber hat mir auch super gefallen. Ist so viel mit Treppen gearbeitet und Moos und weiß ich nicht, also echt gut gefallen, muss ich sagen.
war sehr angetan. Vor allem finde ich, hat so sehr clever gelöst, ne? Weil du hast erst mit grünen, was ist das, grünen Beton oder was? Weiß ich nicht. Genau, Clay, und den hatten wir dann einmal. Ja, okay. Hast du erstmal so ein, wie so ein Kuchen, ne? So zwei Etagen, rechteckig oder was gebaut und dann das Ganze verziert. Also war auch sehr, sehr schlau gelöst. Finde ich auch sehr gut. Ja, danke. Vielen, vielen Dank. fand ich ganz gut. Ich mag es halt gerne, wie du das auch bei deinen Häusern oder in deinen Videos immer machst. Du brauchst ja fast immer so ein 3D-Modell von den Häusern, muss man sagen. Du hast ja meistens eine Ebene drinne und dann irgendwie draußen hast du dann ja einen Teil der Wand vorgezogen. Und genau das Konzept hatten wir uns halt hier beim Tempel auch überlegt, dass das von der Optik her ja, ein bisschen Tiefe haben solle. Ja, du hast halt so zwei Layer, ne? So zwei Schichten. Und nutzt das halt, damit du so ein bisschen so einen tiefen Effekt bekommst, ne? Ja klar, man hätte auch einfach Plain irgendwie in Cobblestone nehmen können. Das Problem ist aber, wenn du dann hier diese Optik so aufbrichst, hättest du halt durchsehen können. Und dann war klar, dass da irgendein Block hinter muss. Nur Cobble sähe einfach zu grau aus, muss man einfach sagen. Und so hatten wir gedacht, sieht das ganz gut aus. Wir hatten erst überlegt, das sieht ja bei dir, hattest du schon gesagt, mit dem Raytracing sieht das hellgrün ja wirklich irgendwie sehr, sehr komisch aus. Das hatten wir erst gedacht, dass wir die Farbe nehmen. Das ist dann doch ein bisschen heftig geworden. Und wir haben uns dann letztendlich dafür im Stream mit den Zuschauern entschieden, dass wir hier dieses dunkle Navy-Grün oder wie auch immer man das nennt, Olivgrün, keine Ahnung. Ja, das passt doch besser. Also das andere wäre irgendwie so zu cartoonig für so einen Maya-Tempel im Dschungel, weißt du? Ja, das haben wir jetzt so ein bisschen hier als Akzente eingesetzt. Hier soll ich später mal so ein Beacon durchführen, von oben nach unten. Ah, okay. Ich hab schon überlegt, ob das ein Fahrstuhl werden soll oder so, aber ja, Beacon geht natürlich auch. Das passt nicht ganz von der Technik, da müsste man dann noch ein bisschen was machen. Wir hatten gedacht, das wird ein Beacon, der hier so den Mittelpunkt darstellt. Warum, du kannst doch einen Wasserfahrstuhl machen. Und ganz unten. Der Wasserfahrstuhl wird theoretisch gehen. Ja, machst du ganz unten, machst du einen Magma-Block und einen Seelensand und lässt sie einfach mit einer Piste immer hin und her schieben per Knopfdruck. Dann hast du einen Block Fahrstuhl in beide Richtungen. Stimmt, das wird auch theoretisch gehen. Und eventuell, wenn du nur einen Wasserfahrstuhl... Ah, nee, das geht nicht ganz. Den Beacon kannst du dann, glaube ich, nicht durchführen. Das Wasser, klar, ist transparent, das ist kein Problem. Aber der eine Block, der dann unten ist, der wird wahrscheinlich dann... Oder würde wahrscheinlich dann zum Problem werden. Ja. Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich denke, die Zuschauer werden es jetzt hier auch in die Kommentare schreiben. Wenn ihr sehen wollt, wie das gebaut wurde, könnt ihr bestimmt beim Lars vorbeischauen. Ansonsten dir ganz herzlichen Dank. Die Diamanten werde ich dir, denke ich, zur nächsten Folge irgendwann am Donnerstag, also morgen oder so, vorbeibringen in die Basis wieder. Das ist ja der zweite Teil der Belohnung für das Ganze. Und wir werden in den nächsten Folgen bzw. im Livestream dann im Hintergrund hier das restliche Grünzeug anbringen und gegebenenfalls das, was auch immer hier oben ist, was hier einen Schatten in unser Tal wirft, das wird eventuell brennen. Ein zufällig, versteht sich. Also genau, also wir machen das nicht, wenn warten wir darauf, dass der Blitz da einschlägt. Ach so, okay. Machen wir so einen Regentanz auf dem Dach von der Maya-Tempel, ne? Und dann hoffen wir... Wozu haben wir den Tempel sonst gebaut? Ich fand es ganz witzig, als Idee, hier diese Brücke, ne? Haben wir ja überlegt, ob du die baust, ob ich die baue. Wie wäre es, wenn wir einfach halbe-halbe machen und das zusammen irgendwie in einem Video oder Livestream oder weiß ich nicht. Das wäre doch eine super Idee. Das wäre ganz witzig, so, dass du die eine Hälfte baust und ich die andere, also gleichzeitig, ne? Und wir dann mal gucken, was am Ende rauskommt. Das wäre cool. Dass wenn man sich wirklich so sagt, man trifft sich in der Mitte, beide legen mit ihrem Baustil los und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ich glaube, das ist eine ziemlich coole Idee. Ich weiß nicht, hattest du schon deine... Ich weiß nicht, ob wir es schon anteasern dürfen, aber deine Adventskalenderfolgen mit Kroko gemacht? Nee, noch nicht, aber das ist eigentlich relativ easy. Da kannst du dich auch schon mal drauf freuen, dass es so ein bisschen wie bei unserem Baucontest, bloß dass man weiter an einem Gebäude arbeitet. Das ist sehr, sehr cool gewesen und da kriegst du auch ganz andere Stils raus, wenn sich einfach zwei Baustile mischen und ich denke, das wird bei der Brücke auch so sein. Okay, da kommt Trimax. Wir verhauen ihn direkt. Nee. Ja, wollen wir mal zum Vulkan gehen? Ich weiß nicht, also Netherportal. Genau, das soll der zweite Teil ja sein. Wir wollen heute nochmal bei Lars vorbeischauen. Wir hatten es ja schon mal beim Auftrag so ganz leicht angeteasert, was es da so gibt. Mhm. Wollte ich sagen, wir machen einen Cut und sehen uns dann bei dir an der Basis wieder. Das ist dann doch, denke ich, am einfachsten. Oder wenn wir zumindest in die Nähe hinkommen, wo sich die Chunks aufdecken. Denn bei dir kann man ja einiges sehen, wenn die Chunks geladen werden. Ja, wir sind jetzt in Lars oder bei Lars Base angekommen. Und ihr seht schon, Rauch, 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 das konnten wir auch beim letzten Mal sehen. Du wohnst hier in dem Vulkan, ne? Ja, genau. Warte mal, wir fahren mal an Land. Der ist leider von außen noch nicht ganz fertig, ne? Also da muss noch mehr Magma drumherum, also Magmablöcke und Lava und so, aber... Ja.
Sieht doch mega aus, muss ich sagen. Vor allem hier die fliegenden Feuerbälle. Sieht fast so aus, als hätten deine Feuerbälle hier die Warze von Trimax irgendwie getroffen und angezündet. Ja, ist doch gut. Ist doch gut, findest du? Ja, ich auch. Also, das sah hässlich aus. Die war nicht so schön. Die war nicht so schön. Das hat deinen Vulkan kaputt gemacht. Hm? Dein Vulkan hat die hier kaputt gemacht. Ich sehe gerade hier auf der Rückseite, wir hatten das da alles abgetragen. Das war doch mal alles voll. Also hier auf der Spawn-Insel, hier wo das Wasser darunter läuft mit der Leiter und so, nach rechts, das war doch alles noch Berg, mal egal. Vor allem ohne Beacon. Das dauert ewig. Ja. Ich habe den Vulkan auch ohne Beacon ausgehoben, aber schwimmen wir mal rein. Genau, also ich denke mal, so wie hier außen ist, auf der einen Seite aussieht, wird es wahrscheinlich überall aussehen, oder? Ja, also später mal. Ich wollte jetzt halt einfach mal innen was weiterarbeiten. Und hier dieser Eingang wird noch geändert, man kommt später durchs Wasser rein. Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Siehst du gleich unten drinne, dann kannst du dir das vorstellen. Okay, hier oben. Das hier ist jetzt wirklich nur, wenn du nach oben guckst, siehst du halt, dass ich den Vulkan zugemacht habe. Ne? Ich weiß nicht, ob du das schon gezeigt hast. Ja, das hatten wir ganz leicht gezeigt. Ich hatte gesagt, da gehen wir nochmal drauf, später drauf ein, wenn wir bei dir in der Basis sind. Und jetzt sind wir ja bei dir. Okay. Hallo? Hallo? Ich komme nicht raus. Oh nein. Warte. Da kommst du durch? Ich komme die Leiter runter. Ah, ich auch. Okay. Oh, pff. So. Gut. Also wie gesagt, diese Leiter hier, das ist alles nur temporär, ne? Ja. Springt denn da gerade ab? Es hat sich auch sehr, sehr viel getan, seit du hier warst. Ja? Also du siehst ja hier unten zum Beispiel, hier ist ja jetzt Gras und Gehweg und so, ne? Das war ja vorher nicht. Und mehr... Gehen wir einfach mal hier lang. Für alle, die das noch gar nicht kennen, hier unten sollen noch alles so Geschäfte und so weiter hin. Also ein bisschen wie der Hauptplatz im Vulkan. Ja. Und jeder Gang hier ist natürlich, ne? Also ich habe das nicht gemacht. Ich arbeite die nur aus und dann kann man hier rumgehen. Oh, okay, er sammelt gleich Erfahrung. Guck mal, hier steht schon das Wasser, ne? Ja. Ist eine Schlucht mit Wasser drin. Das war so. Und ganz am Ende der Schlucht kommst du raus ins Meer. Ist total verrückt. Aber guck mal hier, vom Biom her ist das ja auch Ocean. Ja. Also hier kann durchaus Wasser spawnen, aber interessant, dass es dann nicht bis nach oben geflutet ist in jedem Hohlraum. Nee, du musst nur ein bisschen weiter gehen. Also guck mal, da so 30 Blöcke weiter geht das dann auch bis zur Decke. Also es ist ganz, ganz merkwürdig generiert. Ja, lustig. Das habe ich nie gesehen, dass es so verbuggt generiert ist. Und wie gesagt, da hinten geht es halt raus ins Meer und da habe ich überlegt, einen Unterwasserhafen hinzumachen. Und dann kann man halt da her, in Anführungszeichen, U-Boot rein und raus. Müssen wir mal gucken. Jetzt gehen wir mal hier. Hier siehst du schon, hier fängt das Ganze an. Ja. Also hier wird jeder Gang umgebaut im Prinzip. Es war alles so, generiert diese Höhlenwege. Hier kommen Geschäfte rein, Villager, Wohnungen. Hier wohnen schon ein paar Community-Mitglieder. Hier zum Beispiel der Matthias. Und so hier, der kriegt seine 2x2, 4 Quadratmeter Wohnung. Nein, das wird ja noch gemacht. Das ist ja nur angedeutet. Ich wollte erstmal die Gänge. und das ist halt so das Grundprinzip. Hier gibt es halt noch ganz viele Gänge überall durch, die ausgebaut werden können. Das dauert halt ein bisschen. Ich hatte jetzt 2 Tage Pause, weil ich habe ja deinen Garten gemacht. Deswegen, aber ich sage, es gibt ja wichtigere Aufgaben, ne? Danke, dass du mir die Tür vor der Nase zuhaust. Vor allem in deinem Haus. Also so viel mehr gibt es hier noch gar nicht zu zeigen, weil ich habe die erste Woche damit verbracht, dieses gesamte Loch von oben nach unten auszuheben. Ohne gute Tools, wohlbemerkt. Bitte? Ohne perfekte Tools, wohlbemerkt. Also ja, alles mit Eisenspitzhacke. Ja. So, und hier oben kommt jetzt so in den nächsten Folgen wahrscheinlich so ein kleiner Hauptplatz rein, weil der auch ein bisschen höher ist. Ne? Da wollte ich hier so in die Wände Häuser mit Fenstern machen und so weiter und so fort. Da müssen wir mal gucken. Ich denke, das wird schon ganz schön. Und nach unten hin soll es halt steiniger werden. Ne? Hast ja gemerkt, unten die Treppe ist aus Stein und der Weg ist so Steinansatz. Und hier oben ist es halt Holz. Und das Ganze wird dann später mit Villagern befüllt. Also ich möchte... Sieht wirklich mega gut aus, muss ich sagen. Danke. Also ich hatte das auch schon mal vorgehabt als Idee, jetzt nicht hier in diesem Projekt, aber in meiner eigenen Serie, dass man mal einen ganzen Cave, den man hat, wirklich zu so einem Villager-Dorf umwandelt, ohne zu viel von der Struktur zu machen. Willkommen hier. Willkommen hier, ich wollte sagen, ich seh mich hier ziemlich wieder. Also ich finde das
richtig geil, vor allem, wenn das hier kreuz und quer nachher ist, dass man da keiner mehr einen Durchblick hat, wo was ist, außer derjenige, der hier wirklich stundenlang drin gebaut hat. Also, wenn du willst, können wir gerne auch mal so einen kleinen Teil, so einen Abschnitt bauen, vielleicht eine Wohnung oder sowas. Ja, du kannst auch ruhig mehr machen, ne? Weil wenn du mal guckst hier, zum Beispiel schräg da oben, da ist auch noch ein Stimmt. Gang. Ne? Ja. Und hier, wenn du hier mal nach oben guckst, siehst du, das hier ist richtig hoch. Also hier kannst du 3 Etagen reinmachen, wo wir die Doppeltür haben. Da kannst du, wegen mir kannst du dir eine Etage aussuchen. Also, und die restlichen Wände, die jetzt wirklich dicht sind, habe ich überlegt, wir zum Beispiel, wenn du jetzt hier die 2. Etage machst, dann kannst du darüber eine Hängebrücke genau durch dieses Vulkanloch machen und gegenüber halt noch irgendwie was reinbauen oder so, dass man das auch so ein bisschen effektiver nutzt, ne? Mhm. Aber ansonsten, ich finde es halt auch total verrückt, dass die Gänge so gut passen, weil das ist wirklich nicht da reingeschlagen, ne? Hier hinten diese Steintreppe, das ist das Einzige, hier diese erste, die wir hochgelaufen sind, das Einzige, was ich reingeschlagen habe. Der Rest war alles so connected. Also du hast jetzt hier keine Gänge irgendwie künstlich freigesprengt oder irgendwie geguckt? Abgesehen von dieser Treppe hier und natürlich hier unten dieses, klar, wo wir jetzt sind, ne? Aber ist das alles Natur? Respekt, also es sieht wirklich, wirklich gut aus. Ich bin mal gespannt, wenn es fertig ist und auch hier mit Villagern irgendwie ein bisschen so Leben eingehaucht wird. Ja, ich möchte... Die können ja nicht ausbrechen, die werden ja wahrscheinlich hier nur rumlaufen. Ja, aber es ist egal, ich möchte, dass hier einfach so richtig Wusel herrscht, weißt du? Dass man auch das Gefühl hat, man ist nicht alleine. Finde ich gut, wie so eine kleine Zwergenstadt, muss man ja fast schon sagen. Ja, maybe, im Vulkan vielleicht. Zwergenstadt im Vulkan, ja, doch, das könnte passen, denke ich mal. Und angefangen hat alles hier. Hier bei dem, das ist mein Ausgangspunkt hier. Deine erste Base sozusagen. Genau. Ja, sieht auch fast typisch aus, muss man sagen. Alle notwendigen Sachen da, die Kisten, die Einsatzsachen, das passt doch gut. Mhm. Aber selbst da schon ein bisschen auf Detail geachtet. Extra so eine Stufe runter. Ja, was ich aber echt faszinierend richtig. Finde, weil für mich ist ja die erste Runde Craft Attack, ne? Mhm. Und das genau, wenn, stimmt. Du bist zum ersten Mal dabei dieses Season. Genau, das erste Mal, ne? Und wer hat direkt angemault? Nee, hier diese Minengänge, ne? Da hinten, wo der Creeper zum Beispiel steht. Es ist ja echt unmöglich, noch Diamanten zu finden, ne? Also ich kann wirklich bis eigentlich zu jeder Base irgendwie unterirdisch rennen, weil da ein riesen Gitternetz drunter ist. Verrückt. Ich hatte irgendwie am ersten Tag gespielt, dann 3 Tage nicht, weil ich keine Zeit hatte. Und dann hatte ich bei mir unter der Basis angefangen zu graben. Alles perfekt schon gestripmined. Ja. Das ist natürlich richtig. Aber wenn du angeln willst, hier, ne? Ja, das ist meine einzige Farm. Da kannst du Auto angeln. Und ich kann dir noch einen Tipp geben bei der Angelfarm. Warum? Die ist effektiver, wenn sie Zugang zu Tageslicht hat, die Wasserquelle. Ja, gut, aber ich bin ja sowieso nicht da, weißt du? Wenn ich da... Klar, aber dann ist sie in der AFK-Zeit noch effektiver. Ja, gut, aber das ist mir wurscht. Nee, und ansonsten ist halt wirklich, also die nächste Großprojekt ist hier, diese Schlucht mit Wasser. Mhm. Weil die soll dann auch wirklich so ein bisschen mit Glas ausgearbeitet werden. Und wir sind ja dann am Rand des Meeres im Prinzip, ne? Da soll dann auch Glas rein und Aquarien gemacht werden, sodass du vom Meer aus im Prinzip so ein bisschen hier in die Unterwasser- oder Untervulkanstadt gucken kannst. Bin ich mal gespannt. Mhm. Weil das wird dann sehr modern im Vergleich zum Rest, ne? Da muss ich mal gucken, wie ich das vielleicht so ein bisschen unmodern kriege. Ich bin gespannt, das wird auf jeden Fall gut aussehen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es da weitergeht, schaut auf jeden Fall bei Lars vorbei. Entschuldigung, dass ich jetzt hier an der Stelle einmal husten musste. Die Erkältung will mich irgendwie nicht ganz loslassen. Wenn ihr wissen wollt, schaut auf jeden Fall Lars vorbei. Von uns nochmal oder von mir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Einsatz. Die Belohnung bringe ich die Tage dir vorbei, die zweite Hälfte. Und ich lade dich auf jeden Fall nochmal ein, wenn wir das Grünzeug gemacht haben, dazu die Brücke zusammenzubauen. Und dann kannst du nochmal anschauen, wie das so im Gesamtergebnis aussieht mit deinem Garten integriert. Ja, und das ist bestimmt sehr cool. Also erstmal kommt dann Zombie. Und natürlich könnt ihr auch beim Janus vorbeigucken. Ne? Also ist ja verlinkt in der Videobeschreibung. Und raus kommst du eigentlich nur noch durch das Portal, ja. Weil gut, die Treppe oder Leiter ist mittlerweile kaputt. Dass der Lars hier einfacher, schneller zurück kann hier ins Hub. Das muss ja alles mittlerweile richtig verknüpft sein, dass es gut funktioniert. Ja, ich komme leider immer hier bei Trimax, Umata und Co. raus. Ja. Okay. Ja, weiß ich nicht. Also von meiner Seite vielen lieben Dank für den Auftrag. Und es hat echt Spaß gemacht, da zu bauen, weil das passt genau in meinen Stil. Mag das sehr gerne. Das ist doch super. Bei mir das Gleiche. Ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle fürs Zusehen und wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Ciao, Leute. Ciao mit V.